ein leistungsstarker Träger in Dortmund. Wir haben 99 Einrichtungen, nicht Luftballons, sondern Einrichtungen zurzeit bei Fabido. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anzahl der Plätze angestiegen ist in vergangenen Jahren. Es stehen jetzt 7.500 Plätze in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Dazu kommen 1.140 Plätze in der Kindertagespflege, die ebenfalls angewachsen ist und sozusagen proportional mit ausgebaut wird bei Fabido. Heißt im Umkehrschluss, wenn man die 99 Einrichtungen zugrunde legt, dass die einzelnen Einrichtungen größer sind. Dahinter liegt die strukturelle Entscheidung, zum Beispiel eingruppige Einrichtungen zu ersetzen durch viergruppige Einrichtungen, die dann insgesamt auch unter besseren Bedingungen arbeiten können. Der Gesamteinnahmen bei Fabido liegen bei rund 120 Millionen Euro. Es wird ein Wirtschaftsplan vorgelegt, der von einem Jahresfehlbetrag von 1,3 Millionen Euro ausgeht, der sich im Wesentlichen ableitet aus einem erhöhten Personalbedarf während der Corona-Pandemie.